Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Dies ist jetzt der 42. Part der neuen SAMP Scripting Tutorial Reihe und in diesem Video möchte ich gerne mal auf einen Userwunsch eingehen. Und zwar wurde ich gefragt, wie man die Fahrzeugnamen von einem Fahrzeug ausgeben kann. Als erstes müssen wir uns mal überlegen, wo wir das überhaupt ausgeben wollen. Normalerweise erstellt man dafür ein eigenes Textdraw und speichert das, packt das dann mit in den Tacho rein und behandelt das dann so ähnlich wie die Tankanzeige. Da das zu viel Zeit kostet, jetzt noch ein extra Textdraw dafür zu erstellen, schreibe ich den Wert einfach in dasselbe Label wie den Tankinhalt. Dafür möchte ich in die nächste Zeile gehen. Das funktioniert in einem Textdraw nicht mit backslash n, sondern mit diesem Ungefährzeichen n und dann noch ein Ungefährzeichen. Dieses Ungefährzeichen müsst ihr mal auf der Tastatur suchen. Bei mir ist es auf der Taste Plus und als nächstes dann %s für einen String, den wir übergeben wollen. Und diesen String wollen wir jetzt aus der Funktion getVehicleName bekommen. Diese gibt es natürlich noch nicht, die müssen wir gleich erstmal erstellen. Und was wir dahin übergeben wollen, ist die Modell-ID von dem Fahrzeug, in dem der Spieler sitzt, also getVehicleModel von VID. Das Ganze müssen wir jetzt einmal erstellen hier drüber, getVehicleName, und ich nenne die Variable, die wir übergeben, einfach mal VModel. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Es gibt eine Liste von Fahrzeugen, die bei 400 anfangen und bei 612 aufhören. Jedes Fahrzeug hat einen Namen. Ich habe diese Liste hier einmal parat. Und mit dieser arbeiten wir jetzt weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel das erste Auto, das hat die ID 400, ist der Landstalker. Das zweite 401 ist der Bravura. Dann der Buffalo und so weiter. Bis hier 612. Das heißt, wir wissen, dass wir diese ganzen Namen hier quasi in ein Array speichern können, was 212 Indexe hat. Also machen wir ein neues Array, New Car Names. Eckige Klammern auf. 212, die habe ich halt vorher gezählt. Und dann Ecke Klammer auf, Ecke Klammer zu, damit wir wissen, dass es sich um Strings handelt. Dann eine geschweifte Klammer auf vor den ganzen Namen und hier unten eine geschweifte Klammer zu und ein Semikolon. Jetzt haben wir diese ganzen Fahrzeugnamen in diesem Array drin. Wir übergeben jetzt sozusagen das V-Modell an diese Funktion. Das heißt zum Beispiel, bei einem Sultan würde 560 übergeben werden. Wenn wir jetzt versuchen würden, den Wert 560 hier aus diesem Array rauszufinden, dann würden wir natürlich merken, das funktioniert nicht, weil das geht ja nur von 0 bis 212. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir V-Modell übergeben, diese 400 sozusagen, diesen Startwert vom Landstalker wieder abziehen. So, wir erstellen jetzt erstmal einen String, den wir dann wieder zurückgeben. Gucken wir hier, wie das längste Vehikel, machen wir einfach mal 60 Zeichen als Maximum. Dann Format String, das übliche halt, Size of String. Und dann wollen wir da %s drin haben, und zwar carNames. Und jetzt wird es spannend, V-Modell, was denn zum Beispiel beim Sultan 560 wäre, minus 400. Das heißt, wir wären bei 160 und dann würde hier irgendwo bei 160 der Sultan drin stehen. Das heißt, wir würden jetzt in diese Variable String, würden wir jetzt nur den Vehikelnamen schreiben. Und als letztes geben wir dann nochmal die Variable String zurück. String. So, das Ganze kompilieren wir einmal und testen das Ganze einmal aus. So, ich logge mich jetzt hier einmal mit meinem Passwort ein und steige hier auf irgendein Fahrzeug. Und wir sehen Tank 100%, Mountainbike. Und hier sehen wir auch Tank 100% Sultan. Wobei man den Tank beim Mountainbike natürlich auch ausblenden könnte. Aber das kriegt ja jeder selber hin. Gut, dann war es das für dieses Video und dann bis zum nächsten Tutorial.